Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir müssen heute mit Cassandra reden, nachdem wir die Kirche übernommen haben. Bzw. dieses Heroin-Dings übernommen, den Boss allerdings nicht getötet haben, sondern quasi für unsere Geschäfte angeworben haben. Das ist ja mittlerweile auch möglich. Und... Oh, halt, Moment. Da ist wieder ein elektronisches Bauteil. Wir haben zwar schon 6 Stück, aber wer weiß, wofür die alle wieder gut sind. So, es sind sogar 2 Stück. So, dann gehen wir kurz an die Tankstelle. Nein, nicht um zu tanken, sondern um die beiden Bauteile noch zu holen. Dann sind wir bei 8 insgesamt. Oh, kriege ich die hin? Schön, Sie mal wiederzusehen, mein Nee, ich will das Geld. Kriege ich das Geld hin? Was denkst du dir eigentlich? So, ich... Ja, alles gut. Es war kein... Oh, Entschuldigung. Pass auf, wohin du gehst. Ja. Fehlt dir da nicht irgendwo ein Teil? Das liegt oben. Das liegt wahrscheinlich im Haus drin. So, Türchen auf. Und da liegt das Teil. Sehr gut. Nehmen wir das auch mit und dann gehen wir zu... Cassandra, weil die muss ja auch noch bequatscht werden für irgendwas, wie auch immer. Wir nehmen natürlich unser Auto, das, was uns schon gehört, was wir uns mal schon zusammen geklaut haben. Nochmal, ich überfalle nicht diese... ich will nicht diese Tankstelle überfallen, das könnte ich natürlich auch machen, weil ich damit das Geld mache. Aber wir wollen ja dann natürlich ein bisschen anständig machen. Wir wollen die Stadt ja wieder ein bisschen auf ja, unsere Seite bringen und ins Recht an den Leuten und nicht irgendwelche unschuldigen Menschen schaden. Da ist wieder irgendwas. Da ist. Oh, das sind wieder 2 Teile. Da vorne ist auch was. Das weiß ich auch, dass. Die will ich noch mal mitnehmen, die Teile. Bin mal gespannt, was wir als nächstes holen müssen. Oder erobern müssen. Da liegt das Teil. Moment. Das liegt hier hinter. Oder hier drin. Na, wir müssen wieder die Tür aufbrechen. Und die ist offen. So. Nehmen wir die mit. So. Ich glaube, ich habe auch alles, ne, an Teilen jetzt eine noch geholt. So, dann müssen wir hier hin, um mit der guten Cassandra zu reden. Richie erledigt, du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie, du Seth und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. Na, das ist doch super und das passt doch mit dem Puff zusammen. Aus dem Loch locken? Ja, nein.
Schon okay. Alles gut. So, so kommst du mal Kano ran, den Tarn und übernimmt seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Leutnant und Kapos. Nachdem du all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Makano selbst kümmern. Jetzt geh oder liege Richie Doucet und schnapp dir das Hollow. Das würden wir doch machen gerne. Sprich dein Gebet. Das ist die nächste Mission, die da so kommt. So, wenn ich jetzt gerade mal wissen weiß, warum ich mein Auto geparkt hier drüben. Irgendwo. Hier ums Eck, ne? Sag bloß mal, Kano ist der letzte Gegner. So. So, ich muss mal gerade ganz kurz... Ne, ach voll, machen wir später. Doch, ich mach's jetzt. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Ich muss mal ganz kurz was machen. So, da wieder da. Was ich genau... Ich habe kurz eben das nächste Video in die Pipeline geschmissen, das heißt, ich werde weiter, damit ich weiter schneiden kann. Das während ich hier aufnehme, schneidet der nämlich mein PC noch weiter. Gehe zu Baron Zamedis Rummelplatz. Ach, das Ding hier? Okay. Hier hoch, scheinbar. Finde Richie. Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit George... Hä? Hey, Arschloch! Hau! Da ist der Arsch! Kommt her, schnell! Meinst du den hier? Den habe ich aber gerade auch mal ganz kurz mitgenommen. Die Waffe lieber ist, wenn ich ehrlich bin. So. Ah, Richie scheint mit seinem Psychokack ins Spielchen zu kommen. Oder mit allgemeinem Psychokacke zu kommen. Okay, der will hier nicht hoch. Ich würde aber gerne einfach runter.
Hat ihn irgendwer gesehen? Oh, verflucht! Ich muss ihn sehen! Ich sehe! Er nicht. Ich bin dieses Arschloch und seine Stieg. Dieses Arschloch mache ich platt. Scheiße. Verbrenn ihn! Brenn, Niggerboy, brenn! Das habe ich. Verschafft mir etwas Zeit! So, irgendwo ist ein G, ist ein G. Ich glaube, der hat es aber auch schön erwischt. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Da ist einer. Da ist auch noch einer. Den hat's auch. Ja, hab ich. Ich bin Assi, ne? Wirklich nett, dass du zu uns kommst. Ach, wirklich so das. So, beide weg. Da kommen wieder zwei auf uns zu. Einer weniger. Der auch weg. Vielleicht. Ja, ich muss jetzt auf den, ich muss jetzt auf den zulaufen. So. Entschuldigung, du willst fürs Niesen. Ich habe mich gerade übelst erschrocken. Da sind noch welche. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun. Da ist der. Los. Nein, weil der nicht drauf zulaufen wollte. Weil er gesagt hat, nö, den lassen wir mal in Ruhe laufen. Scheiße. War natürlich nicht der Plan an der Sache. Ja, ich bin gespannt, wann wir den Typen gerade. Den Typen nochmal kriegen jetzt gleich. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Ist das der Arsch, ich hab ihn im Visier. Jetzt genau. So, gute Nacht. Jetzt haben wir dich erwischt, was? Macht uns fertig! Ja, war ich. Bleibt hinter mir! Hat einen Mann verloren! Richtig. Noch einer. Kommt er her? Kommt der her, verliert er noch mehr. Hey, Arschloch! Jetzt hab ich auch tot. Den. Kommst du um ihn herum? Du hättest mich auch töten sollen. Hab ich doch. Das habe ich doch gerade komplett gemacht. Hab ich dir doch.
Der hat sich auch töten sollen. Jo, und in dem Moment fällst du um. So. Noch Geld wir noch mitnehmen. Neue Munition, sehr schön. Hey Motherfucker, wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Zeig's! Tot. Alter, schick, das ist die ganze, sich den ganzen Vergnügen. Haltet mir den Rücken frei! Brauchst du nicht. Wie schmeckt dir das, Arschloch? Worauf wartest du? Mach ihm Feuer unterm Arsch! Brenn, Niggerboy, brenn! Ich bin schon ganz woanders, als du da gerade reingeworfen hast. Ich bin schon komplett wieder. Oh, heilen. Ich muss nachladen. Dann gehen wir mal. Ach, super. Scheiße, Glück gehabt. Tot. Ah, der war nicht ganz ungefährlich, definitiv nicht. Gute Nacht. Nee, ich nehme meine eigene Waffe wieder. Die hat ein bisschen mehr. So, ich nehme die Munition, die Waffendings mit. Ja, jetzt hat die Müll zu entsorgen. Tue ich doch gerade, Block. Scheiße. Endlich erschießen könnte, verdammt. Ha, schade. Schafft mir diesen Wichser vom Hals. Schafft mir diesen Wichser vom Hals. Tue ich doch gerade. Ah, ich will nicht festhängen. Ich sehe ihn. So, ist tot. Bis jetzt komme ich einmal gut durch gegen ihn. Ich hoffe, dass jetzt irgendwann mal. Nö. So, kommen wir jetzt mal eigentlich den Boss angreifen oder ist das jetzt immer noch. Ah. Tot. Tot. Sind der eine noch. Grüße von Herrn Molotow, du Mist. So weit kommst du gar nicht. So. Na, schau mal, stehst du hier in der Geisterbahn oder was? Tot. Es war aber nicht der Einzige. Moment, ich... Weil da haben wir immer ganz schön was aufgefahren. Also, man kann ja vom Leben eines Sklaven halten, was man will. Das Volk näher zu Gott gebracht. Oh, vor allen Dingen im letzten Moment. So. Der gute alte Papa Virgil hat den Namen einen neuen Namen.
Wo ist der denn? Hier vorne oder was? Das ist jetzt gerade. Tot. Auch tot. Hab ich den erwischt? Ich glaube, ich hab den immer noch mit erwischt. Ja, der auch. Das ist mein beschissener Stoff. Du hast kein Anrecht darauf. Aber wenn du unbedingt drauf willst, dann komm ruhig her. Tu ich doch. Ah, okay. Hier drin ist er. Du kriegst deinen Schwanz tief in deinen blöden Arsch geschoben. Ich kann nicht glauben, dass Georgie einen Nigger herschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Scheiß auf ihn und... Was? Was los? Meine doch nicht, oder? Aber doch nicht so große Fresse, hm? So war der Plan. Doch. Hallo, Digga, Richie, du Set abgeschlossen. Ja, was haben wir als nächstes? Wir sollen wieder mit Cassandra reden. Okay, machen wir das doch. So, Brötchen fahren. Alter, hier liegt einfach mal alles unter Wasser. So, das nochmal. Zack. Ich weiß auf das Boot. Wir nehmen jetzt mal den Abkürzung. Wir quatschen mit der Cassandra. Das machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. Also, wie gesagt, 20 bis 25 Minuten sollte nochmal so kein Problem sein. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, danach weiter mal aufhören können. Was ist das denn wohl? Ja, es sind unsere Leute. Okay, das ist alles gut. Ja, ja.
hoffe. Ich hätte gerne Möglichkeit. Oh, super, ey. Wir können da gar nicht durch, aber super. Das ist, ja. Ja. Na, Moment, wir müssen jetzt gerade einen anderen Weg. Ich muss mir gerade einen Weg raussuchen. Moment. So, es müsste jetzt irgendwie einen Weg nach oben geben. Den gibt es auch, nämlich hier der. Hey, Cass. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir das auch mal, Cass. Du weißt jetzt, Cassandra, diesen Bezirk zu. Jeder Unterbus will seinen Einkauf verbessern. Daher werden sie dir Waffen und Fahrzeug für, wenn sie dir Waffen und Fahrzeug verbessern. Achso, jeder Unterbus will sein Fahrzeug, sein Einkommen verbessern. Daher werden sie dir Waffen und Fahrzeugverbesserungen gefallen und ebenso die ihrer Verbündeten anbieten. Sehr schön. So, die nächste Aufgabe ist mit Emanuel reden. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder hoffentlich bei Mafia 3. Bis dahin oder wiedersehen. Die Mission heißt ja nämlich Solcher Freunde. Reden mit Donovan.